Neulich hatten wir schon hier in diesem Video den Ex-BayWa-Chef, der mal ordentlich Tacheles gesprochen hat bezüglich dem Energiewenden-Debakel. Und jetzt ist es so, dass langsam, allmählich, nach und nach auch andere CEOs, wichtige Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, aus der Industrie in Deutschland, endlich mal sich trauen, auch Tacheles zu reden bezüglich der deutschen aktuellen Politik. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und schauen wir doch einfach mal hier direkt rein. Ja, wir haben hier zum Beispiel vom Motorsägenhersteller Stihl einen Beiratschef, der zufällig auch Stihl mit Nachnamen heißt, der hier einfach sagt, dass unsere Energiewende ein Desaster ist. Wir haben aber auch beispielsweise einen Michael Meyer vom Handelsverband Möbel und Küchen. Ja, es ist ja jetzt aktuell in der Möbelbranche so, dass zahlreiche Unternehmen pleite gehen. Und das liegt ja, natürlich muss man immer sagen, an der einen Stelle, wer am Markt nicht mehr bestehen kann als Unternehmen, der hat immer auch irgendwo selber Fehler gemacht. Aber das ist nun mal das wirtschaftliche Geschehen. Man muss aber auch sagen, wer keine Planungssicherheit mehr hat, und das haben aktuell in Deutschland nicht nur die Unternehmen nicht mehr, sondern vor allem auch wir Endverbraucher, wenn wir halt überlegen, ey, welche Dinge schaffe ich mir an? Und damit geht es jetzt nicht um irgendwelche Schokoladeneiskugeln oder so, sondern da geht es tatsächlich um sowas wie ein Auto. Ja, weil ein Auto, das ist ja nicht nur eine Konsumentscheidung für heute und für morgen, sondern vielleicht für die nächsten 10 Jahre oder sogar noch länger. Und ähnlich ist es auch bei Möbeln und Dingen für den Heimgebrauch. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, oh Gott, wie teuer wird das mich das alles kosten mit den Wärmepumpen und den ganzen Sanierungen und so, dann werde ich logischerweise erstmal mein Geld versuchen beisammen zu halten, was durchaus eine sehr kluge Entscheidung in so einem Moment ist, als jetzt irgendwie zu sagen, hey, komm, Schatz, wir gehen zur Bank, holen uns einen Kredit oder zahlen sogar direkt irgendwie hier eine neue Einrichtung, neuen Kühlschrank, neue schöne Küche und so weiter. Ja? Und genau deswegen gehen jetzt reihenweise die Unternehmen dort pleite. Natürlich kommt noch die oben drauf die Inflation. Und deswegen hat unter anderem jetzt hier dieser Michael Meyer gesagt, Habeck sei tatsächlich der Anti-Wirtschaftsminister und komme seiner ja, eigentlichen, seinem Beruf nicht nach. Aber den Vogel wirklich abschießen tut hier der CEO Christian Kuhlmann oder Kullmann. Und er spricht hier sogar von einem energiepolitischen Desaster in einem Radiointerview, welches ich mir gerade angehört habe. So, wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist denn eigentlich Christian Kuhlmann? Das ist nicht einfach nur irgendwer. Vor allem ist es auch nicht einfach nur irgendein Verbandschef von einem Branchenzweig oder so, sondern es ist einer der ja, CEOs von einer der größten Unternehmen in Deutschland, nämlich Evonik. Die sind zwar nicht im DAX gelistet, also gehören nicht zur absoluten Spitze, ja, aber ich glaube, ein Marktwert von fast 10 Milliarden Euro und vor allem ein ganz wichtiger Industriezweig für Deutschland, nämlich die chemische produzierende Industrie. Und er haut hier in diesem Podcast wirklich einige sehr spannende Dinge raus, die ich mal natürlich hier für euch wie immer zusammenfasse, damit ihr euch nicht alles anhören müsst. Als Erste, was er jetzt zum Beispiel sagt, ist, dass aufgrund der ganzen internationalen politischen Entwicklung, so ein bisschen weg vom Thema der Globalisierung, aktuell eine Art Transformation in der Wirtschaft stattfindet. Und zwar, dass in Deutschland der Massenmarkt für viele Produkte nicht mehr existiert. Und zwar schon in sehr kurzer Zeit. Das bedeutet, zumindest was jetzt diesen wirtschaftlichen Bereich angeht, hatte Sarrazin wahrscheinlich damals recht, ja, mit Deutschland schafft sich ab. Weil der ganze zum Beispiel Massenmarkt mit Autos, ja, früher haben die Deutschen die Automobile in die ganzen Welt exportiert. Und das ist auch heute noch der Fall. Aber der große Unterschied ist, dass heute die ganzen Chinesen, Amerikaner und Asiaten und überall auf der Welt die Leute nicht mehr die günstigen VW Golfs und so weiter, so wie früher alle kaufen in millionenfacher Ausführung, sondern dass wir vor allem natürlich diese Luxussparten haben, wie Porsche und Daimler und Maybach und so. Aber der wirkliche Massenmarkt, der nicht nur extrem wichtig ist für die Jobs, sondern auch für die ganzen Steuerzahlungen, für den Sozialstaat und so weiter,
der stirbt in Deutschland nach und nach zusammen. Und das sage nicht ich, das sagt unter anderem hier der Evonik CEO und findet hier auch recht deutliche Worte. Und er bringt das Ganze auch anhand eines praktischen Beispiels, weil er zum Beispiel sagt, hier, pass mal auf, diese 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, ne? Heute, wenn man irgendwie das immer so in so einer kleinen Extrabilanz führen will als Staat in Deutschland, dann sagt man, ja, das ist jetzt nicht hier der normale Bundeshaushalt, das ist jetzt hier ein Sondervermögen. Ja, dann können wir es anders bilanzieren, können wir es wieder anders rechtfertigen und so weiter. Er sagt, ja, ein Großteil dieser 100 Milliarden besteht ja aus Steuerzahlungen. Und diese Steuerzahlungen kommen vor allem zustande, auch durch die chemische Industrie, das heißt durch die Unternehmen und die Arbeitnehmer in diesen Industriezweigen. Und diese zum Beispiel, sagt er auch, zahlen die Hälfte aller Rentenbeiträge in Deutschland. Okay? Und jetzt brauchst du mal kurz ökonomisch nur eins und eins zusammenzählen. Was passiert, wenn genau diese produzierende Industrie in Deutschland, von der er damals auch ein Ex-Staatssekretär Greichen gesagt hat, ja, die wandern halt dann ab, ne? So ist das eben. Wenn genau die aber nicht mehr in Massen produzieren in Deutschland, was fällt dann auch nicht mehr in Massen an? Ja, richtig, die Unternehmen und die Arbeitnehmer, die eben genau aus dieser Industrie heraus die Rentenbeiträge und den Sozialstaat und so weiter finanzieren und am Laufen halten. Dann macht er noch einen ganz interessanten Vergleich zwischen den USA und zwischen Deutschland, wo er bei aller Kritik, die man natürlich auch immer an den USA, vor allem an ihrer Außenpolitik haben kann, sie eine Sache richtig machen, was ihre Wirtschaftspolitik angeht. Und zwar sagen die USA sehr häufig, passt mal auf, wir machen jetzt und ermöglichen es den Unternehmen, Milliarden von Investitionen zu tätigen und die Unternehmen dort frei walten zu lassen, wo jetzt was investiert wird. Das hat den unfassbaren Vorteil, dass dadurch international viele auch, ja, Kapital in diesen Bereich schicken, also in die USA schicken, dort sich die Top-Technologien und das Top-Talent dann eben auch bündelt und dann genau dieser Bereich auch noch subventioniert wird, damit es noch einfacher gemacht wird. Und hier sagt jetzt der Evonik CEO, pass mal auf, wenn wir jetzt in Texas beispielsweise in diesem Werk investieren, dann kriegen wir schon mal eine Sache, die unfassbar wichtig ist für ein produzierendes Gewerbe, nämlich günstige und verfügbare Energie. Und er spricht hier von 2 Cent pro Kilowattstunde, während in Deutschland selbst durch diesen Industriestrompreis zusätzlich plus den Abgaben und Steuern insgesamt das 10-fache an Kosten für Evonik bei rauskommen würde. Und jetzt brauchst du nur wiederum eins und eins zusammenzählen und überlegen, wo du als Unternehmen investierst, wenn du kontinuierlich und ständig immer wieder günstige Energie brauchst. Dort, wo es dich 2 Cent kostet oder dort, wo es dich 20 Cent kostet. Na, lass uns doch mal eins und eins zusammenrechnen. Und er schlägt diesen Bogen hier auch noch direkt zum Thema Marktwirtschaft und Planwirtschaft, wo er sagt, dass es in Europa, vor allem in Deutschland, genau andersrum ist, dass nicht die Politik hier sagt, pass mal auf, Unternehmen kommt hierher, investiert, bringt unser Land voran und wir legen euch keine Steine in den Weg, sondern hier gibt es eben diesen Ministerialstaat, der den Unternehmen vordiktiert, in welchen Bereichen sie wie zu investieren haben und dann sagt, pass mal auf, hier und dort sollt ihr jetzt investieren und wenn ihr das macht, kriegt ihr von uns eine Förderung, für die ihr euch bewerben könnt. Das ist also genau der Unterschied zum Beispiel zwischen den USA und zwischen Deutschland wirtschaftspolitisch. Die einen machen Marktwirtschaft, die anderen machen Planwirtschaft. Ja? Und dann kommt am Ende natürlich ein Abbau des Wohlstands raus. Das sagt er auch tatsächlich hier ganz ehrlich. Und er sagt halt dann auch, als er noch gefragt wird zum Thema Energiewende und so, da fällt er dann direkt ins Wort und sagt hier nichts. Energiewende, das ist ein wirtschaftspolitisches Desaster. Und ich kann natürlich an dieser Stelle nur sagen, es wäre wichtig, dass auch mal mehr Leute aus der Wirtschaft jetzt endlich mal den Mumm haben, den Mund aufzumachen und sich auch mal hier politisch zu äußern, ja, statt irgendwie immer irgendwie versuchen, sich noch so unten durch herumzuschummeln und so, weil sonst wird die Politik das irgendwie nie mitbekommen, wenn auch von der Wirtschaft nie mal so richtig Gegenwind kommt.